Hallöchen, ihr Lieben. So, heute im Messi-Look. Bräuchte es immer? Man weiß es nicht. Sitzen wir auf der frisch bezogenen Temu-Decke. Hier gucken manchmal noch diese Schaumstoffstängchen durch, aber ist nicht schlimm. Muss erstmal Licht einstellen hier, aber passt, ne? Ihr könnt mich sehen. So, ich fange jetzt an mit dem Aufgebraucht. Wird mal Zeit. Hier ist eine Kiste, Thumbnail. Dann habe ich hier einen Beutel, da kommt das Ganze rein, weil ich es eh noch mal trenne. Bei manchen muss man die Folien abziehen. Und gut, dann starten wir. Was haben wir entleert? Somat. Hä? Achso, ich dachte gerade so, wie kann meine Seite hier rausgucken? Das ist hier das Ding. Da muss ich noch ein Kissen kaufen. Der war ja mit bei. So, Konzentration. Somat. Liebe ich. Hab das Gefühl, dass hier wirklich Stoffe drin sind, die so schwache Geschirrspüler ein bisschen Dampf geben. Bloß weil meiner neu ist, heißt es ja nicht, dass er jetzt so hochwertig ist, ja. Er hat manchmal wirklich zu tun, Geschirr auch komplett sauber zu kriegen, aber ich will keine 3,5 Stunden Geschirrspüler einstellen, muss ich euch sagen. Also die haben wir entleert, mit denen sind wir, ich habe entleert, mit denen bin ich super zufrieden. So, dann Wattestäbchen, ganz normale von Ebelin, die sind schön fest, da hat man nicht das Gefühl, dass irgendwie mein Watteklops im Ohr hängen bleibt. Ist nämlich bei manchen schon passiert, ja? Also auch wir hatten schon lose. So, dann hat meine Tochter, das ist ihr absoluter Lieblings Sky High von Maybelline New York. Dieser Mascara hat eine Silikonbürste, ein Silikonbürstchen, sie schwärmt davon. Den holt sie sich immer wieder nach. Es ist immer der gleiche. Oder derselbe oder der gleiche. Von was sie hier auch angetan ist, sie ist so eine kleine Ruder Beauty Maus. Also sie hat hier ihren Lieblingsfarbton. Ach du Heilige. Ich zeige euch erstmal diesen Farbton. Ich habe ja auch so eine Farbtöne, bin aber da von Maybelline super gut zufrieden. Von den Kussechten, die nehme ich ja ganz gern. Kann ich nicht lesen. Bombe. Pff. Ich habe das Gefühl, das verschwimmt alles. Das ist so klein. Bombshell, Bombell. Bombell, Bombshell. Wenn ihr Interesse habt, das ist ein Liquid Matte. Oh, ich glaube, der ist auch lang anhaltend. Könnt ihr das sehen? Bei mir ist wieder Lichterparty. Ja, die Farbe ist schön, keine Frage. Dann müssen wir öfter zum Swiffer greifen, wegen der kleinen Maus. Die hat es noch nicht mit 11 Wochen drauf, sich zu melden, wenn sie runter muss. Ja, und die Flecken sind jetzt wirklich nicht groß, wenn Malheur passiert. Dann hat sie ihre Handtuchecke. Also da weiß sie eigentlich, dass sie rauf könnte. Aber wir wollen sie ja nicht antrainieren, dass sie jetzt hier irgendein Hund wird, der wie eine Katze behandelt wird und aufs Katzenklo geht. Trotz der kleinen Mini-Größe gehen wir natürlich mit ihr runter, aber auch geschuldet von Omi, ja. Unsere Omi ist 16, die andere Chihuahua-Dame. Und deswegen haben wir uns gesagt, nee, da kommen wir nicht drum rum. Wir haben von Temu aber auch die Überzieher. Bombe, ja. Die sind wirklich Bombe, die benutzen wir auch fast täglich, so generell zum Wischen. Dann habe ich entleert, das fand ich so schön, das hat mich tatsächlich an Ritual erinnert, wenn überhaupt. Da gibt es ja so viele Dupes von und das muss ich sagen, kam ziemlich nah ran von dem Duft. Wenn auch irgendwie in einer ganz anderen parfümigen Note. Das ist sehr blumig gewesen, so wie auch die oder das Packaging aussieht. Ja, also richtig schön. Stehe ich total drauf. Sah auch richtig schön aus auf der Wanne. Total edel, obwohl es in dem Sinne nicht so teuer war, bei DM gekauft.
Das nennt sich Tesori Je Oriente von nicht von Ayurveda, sondern das ist hier drauf Ayurveda Ritual. Aromatische Cremedusche mit Patchouli und och, lecker. Amla-Frucht und Patchouli. Also ist genau meins, was ich auch in den Parfümsachen sterbe ich für. Also sterben wäre ein bisschen blöd, aber ich liebe es. Dann Garnier haben wir entleert, warme Schätze, nährendes Shampoo, vertragen wir beide super gut. Also ich rede jetzt für meine Maus und für mich. Mythische Olive. Immer wieder gerne. Dann habe ich entleert Golden Milk, also die goldene Milch. Kurkuma Latte. Habe ich jeden Abend fast getrunken. Von Amazon habe ich das bestellt. Und das gibt es aber auch in Rewe, werde ich mir auf jeden Fall wieder nachkaufen. Ich überlege, ob ich die Dose behalte, weil bei Rewe gibt es nur Beutelchen, ja. Ich werde mal die Dose aufheben. So, dann entleert, das war hier so eine Probepackung. Weiß ich nicht, vielleicht hatte ich da keinen Bock, so viel Geld auszugeben. Da waren hier nur 20 drin, glaube ich. Ach, 10 sogar, zum Testen. Hat aber auch alles getan, was es soll. Diese Geschirrspül-Tabs. Sprühkleber. Ihr müsst nicht denken, dass wir hier einen riesigen Verschleiß hatten, aber wir nehmen es alle, ja. Seit Jahren nehmen wir es alle. Man muss natürlich auch wirklich aufpassen, dass die Haare davon nicht abbrechen. Und die matte Version ist, glaube ich, neu. Manchmal kriegt man auch glänzende. Ich weiß nicht, warum, ja. Entweder war hier Lack alle außen, aber matt finde ich es auch nicht schlecht. Also einmal glänzend und einmal matt außen. Trotzdem identisch und viele, viele Insekten. Ein Sprüher und sie sind untauglich zu fliegen, ja. Also war, mussten wir manchmal anwenden, gerade bei so ekelhaften Fliegen, ey, die einem ins Gesicht fliegen. Muss ja nicht sein. So, Calendula. Tempo? Ja, Hauptsache brennt nicht am Hintern und an den sogenannten Produktteilen. Man weiß ja hier schon gar nicht mehr, was gefiltert wird, ja. Feuchtes Toilettenpapier. Dann haben wir, oh, sind meine Hunde drauf abgegangen bei Fressnapf. Premiere, I love my dogs, Meaties. Das sind ganz weiche Stripes gewesen und die riechen auch so intensiv. Da ist, glaube ich, auch kein Getreide drin. Ich will euch jetzt keinen Mist erzählen. Das war sogar Kaninchen. Getrocknete Fleischstreifen, perfekt als Belohnung. Ja, ist es wirklich. Für Hunde ab einem Alter von 8 Monaten. Oh. Kassandra hat es geschmeckt. Oh, also ich habe jetzt auch nichts festgestellt, dass ihr irgendwie einen Blähbauch kriegt. Aber gut, dass ich es hier vor. Seht ihr? Für so eine Sachen lerne ich. Also die ist ja richtig drauf abgegangen. Ist hier irgendein ohne Zusatz von künstlichen Farbstoffen und Konservierungsstoffen. Weniger als 5% Fett und Ofen getrocknet steht hier. Sind 60 Gramm. War nicht so teuer. War, glaube ich, auch im Angebot. Ich gucke ja immer auf Angebote, aber auch Omi hat es geliebt. Total. Dann sind sie hier drauf abgegangen für die Welpenschule. Rinti Bittis. Heißen die Bittis oder Bittis? Papi. Softsticks mit Huhn und Ente. Ey, ein intensiver Duft. Ich sag's euch. Auch. Absolut. Die haben die Tüte knistern hören und dachten sich so, was ist denn hier los? Weihnachten. Es gibt manche Leckerlis. Du, da stehst du und kannst anbieten, was du willst. Aber auf diese sind sie wirklich abgefahren. Denk mit. Oh, schöner Duft. Das war Bergamotte und Amber. Küstenliebe. Denk mit. Entleert. Dann auch mal wieder entleert. Dann Chlorix. Was habe ich denn damit gemacht? Also wahrscheinlich weiße Wäsche. Wahrscheinlich auch sehr viel geputzt. Was habe ich denn damit gemacht? Ach so, meine weißen Schuhe lege ich. Oder generell Schuhe. Und auch diese Silikonschlappen. Diese Hausschuhe oder Ausgehschuhe da, diese leichten, ach, was hatten die denn für einen Namen? Diese Pummies, Puffies, diese Sandalen aus Silikon, alles prima. Auch meine weißen Nike-Schuhe lege ich immer ein, wasche die dann in einem Sack bei 20 Grad Handwäsche ohne Schleudern und die sehen aus wie neu. Dann Ariel All-in-One Pots entleert. War bestimmt auch im Angebot, weil ich bin nicht so der Pot. Benutzer bei oder für weiße Wäsche, dann denkt mit. Das habe ich schon eine Weile. Das haben wir jetzt hier nicht im September oder vor kurzem innerhalb von ein paar Tagen entleert. Das hat locker 6 Monate gehalten, immer mal wieder. Ich weiß ehrlich gesagt nicht,
Ob es was gebracht hat, ja, das ist natürlich traurig. OxyPower, Multifleckenentferner, vielleicht schon, ja. Aber ich nehme sowas immer ganz gerne zum Auffrischen von weißen Sachen. Dann haben wir hier Sagrotan Küchenreiniger, 99,9%. Killer, 2 in einem, reinigt und desinfiziert. Jo, entleert. Dann auch das, diese mit Karotte und Spinat, weiche Huhnstückchen. Wenn ich diesen Schlitz aufmache, man hat wirklich das Gefühl, man isst hier pures Fleisch, ja? Also die sind wirklich der Wahnsinn. Auch darauf sind sie abgegangen. Total gut. Oh, schön, dass es hier ein bisschen größer steht. Ohne Fleischmehle, ohne Soja, ohne pflanzliche Eiweißextrakte, schonend luftgetrocknet mit anschließender Sterilisation. So. Ja, Karotte, Spinat, Mineralstoffe, Hühner, Brustfilet, Huhn, Leber, Karotte, Rohproteine, Rohfette, Rohasche. Was ist denn Rohasche? Rohfasern. Ja, war lecker. Wie ist die Firma? Rinddi, glaube ich. Da ist man natürlich genau an dieser Kante gewesen. Naja, Wurst. So, passt. Mein Top-Produkt, mein Flop-Produkt, mein fast erstes, wo ich sage, absoluter Schrott. Da sind wir jetzt angekommen, ja, bei Temu. Aber gut, was willst du für 2, 3 Euro erwarten? Eigentlich wurde versprochen, dass man hier die Aquarien, ich habe ja Axolotl, sauber machen kann, wenn man hier pumpt, ja. Also ich hatte das Gefühl, natürlich wird auch so sein, dass hier irgendwo Luft drin ist, ja. Und so wie es abgepackt ankommt, ist es ja auch kein Wunder. Ihr kennt ja die Paketbomben, ja. Wenn da mal was ganz ist, das ist ja schon eine Glanzleistung. Oftmals war es bei mir ganz, aber hier muss irgendwo. Es ist sehr dünn, ja. Es ist wirklich billigstes, dünnes Plastik. Auch hier die Schnittkante sieht aus wie, als hätte sie irgendwie einen Praktikant abgeschnitten. Ja, billiger geht's gar nicht. Also da muss ich sagen, hätte ich die 3 Euro auch sparen können. Aber ich muss euch sagen, wenn ihr jetzt sagt, ja, schickt zurück, nee, mache ich nicht. Weil da denke ich dann tatsächlich auch an die Umwelt. Wenn ich jetzt wirklich jeden Mist zurückschicke für 3 Euro, ich glaube, dieser Gesamtwert von Transport übersteigt 3 Euro, ja. Und dann habe ich lieber ein gutes Gewissen und sage mir dann, okay, war einfach Schrott, ja. Kann ja auch nicht alles gut sein. So, 3 in 1 Power, Vanish Teppich- und Polsterpflege. Würde ich immer wieder kaufen. Frisch, wirklich helle Teppiche sehr schön auf und riecht auch vor allen Dingen gut und gerade auch im Auto die Matten und sowas alles. Das war hier der Luftdiffuser. Warum ist der drin? Ja, bei mir funktionieren die nur. Ich habe in einem Video gesagt, das sind diese kleinen, die ich euch mal in einer Temo-Sequenz gezeigt habe im Video. Die müsst ihr eine Minute ungefähr im Wasser stehen lassen, bevor sich da was tut mit dem Nebel, weil irgendwie saugt sich dieser Stängel erstmal voll. Entleert. Mein Valentino. Bis aufs Letzte. Komm, ich schüttel hier noch. Ach, dieser leichte, süße Duft. Oh, blumig, 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 bis zum geht nicht mehr. Er ist leer. Naja, das war aber auch ein Geschenk, muss ich dazu sagen. Also, was es jetzt nicht pro contra macht. Ich habe. Wartet mal, wir haben jetzt Oktober. Ich habe ihn zum Geburtstag bekommen und da kann man rechnen, 9, 10, also im Januar habe ich Geburtstag, 9 bis 10 Monate hat er gehalten und ich finde, dafür, dass wir den wirklich sehr oft benutzt haben, haben wir hier nicht übertrieben. Musste man auch nicht, ja. Bei Valentino reicht ein, zwei Sprühstöße und man riecht, je nachdem, wie ihr das vertragt. So, dann haben wir hier eine Scented Candle Fresh Flex. Die hat Giselle entleert. Ja, die ist alle. Ich weiß gar nicht, von wo sie die hat. Vielleicht auch von Action. Weiß ich nicht genau jetzt gerade, aber sieht süß aus. Ist sie so ein Stöppel? Normalerweise geht sie mit mir mal einkaufen. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Dann unser beliebtes, mein oftmals gehasstes Reinigungsöl, weil ich ja zu blöde bin und das immer wieder in die Augen bekomme. Egal, ob ich es abwasche oder vorsichtig mache. Aber damit kriegt man einfach auch schon mal die Basis vom
Kuss echt einen Lippenstift ab, ja? Weil da haben ja auch einige mal vor Jahren geschrieben, Mensch, ich krieg das nicht mehr ab und es ist ja schön, dass es hält, aber wie kriegst du das dann ab? Meine Lippen tun schon weh damit, ja? Und ihr könntet auch ganz normal zu Olivenöl greifen. Glaubt mir, auch damit würdet ihr das Make-up runterkriegen, was ich des Öfteren schon mache, damit ich darauf hier so ein bisschen verzichte, weil irgendwas scheint drin zu sein, was meine Schleimhaut in den Augen hier nicht verträgt. Ist klar, ihr werdet jetzt auch denken, naja, du sollst dir das ja auch nicht in die Augen machen, aber Mascara, die muss ich ja irgendwie runterkriegen, ja? Entweder, nein, da ist irgendein Stoff, was ich nicht vertrage, was dämpfe, ja? Ich kann mir nur vorstellen, dass es wirklich, was kann es denn sein? Ich weiß es nicht, was es sein kann, ja? Vielleicht die Isos. Stearate oder so. Isopropyl. Ja, das wird es wahrscheinlich sein, was ich im Gesicht nicht haben möchte. Keine Ahnung. Entleert habe ich mein Vitamin K2. Komplett nehme ich aber gerade. Entleert habe ich auch über Zeitraum von 6 Monaten Vitamin D3. Auch entleert komplett. Dann haben wir hier. Das hat sie eine Weile nicht mehr benutzt. Fällt mir gerade ein. Ist Minzegeschmack Melatonin. Melatonin von Mausi, also meine mittlere Tochter, mittlerweile 19, benutzt das ganz gerne, aber mir ist jetzt gerade gar nicht bekannt, dass sie mich gefragt hat, ob ich es nachhole. Ich glaube, seitdem wieder die Schule ist, hat sie da ihren Rhythmus gefunden. Feines Natursalz von Just Spices. Das war eine Kooperation in dem Sinne ohne bezahlte Werbung, sondern einfach, wir schicken die Produkte, kannst du sie bitte vorstellen? Und ja, gerne, ja, würde, glaube ich, jeder von euch machen. Salz war gut. Bin auch so ein Salz-Feti, ja. Ich liebe Salz und war wirklich schön. Das muss Mausi gewesen sein. Badesalz Bilou. Das ist mir zu fruchtig. Aber jedem das seine. Erinnert mich sogar an Süßigkeiten irgendwie. Ja, also wer es mag, sehr, sehr süß, der ist mit Bilou bestimmt total richtig. Dann haben wir hier Sport- und Massageöl. Das ist meins. War zum Massieren wirklich sehr, sehr gut, gerade wenn man auch Stellen hat wie Muskelkater oder so. Es gibt Öle, die ziehen sofort schnell ein und, ach Quatsch, es gibt Öle, die ziehen eben nicht sofort schnell ein. Da bleibt das ewig glitschig, aber hier habt ihr dann so die Festigkeit, dass ihr den Muskel gegriffen bekommt, ja, und daran, oder auch mit Arnika, das war mir wichtig, dass es nicht so lange auf der Haut bleibt, ja, weil es ist ja irgendwann anstrengend, auch seine Muskeln zu massieren, gerade im Nackenbereich. Das hat gut gegriffen und mit dem Annika-Blütenzeugs hat es, glaube ich, wirklich beruhigt. Mittlerweile bin ich ja oder musste ich durch die Mobilisation wirklich umsteigen auf Tigerbalsam. Das ist jetzt so meine Routine. Und dann haben wir hier noch, sind wir super mit zufrieden, das war von Temu, diese Hundehaarbürste. Da habt ihr hier drei, so eine ganz kleine, ist auch eine Katzenhaarbürste, also eine Tierfellbürste. Drei so eine Düsen oder Löcher, sagen wir mal, und dadurch kommt dann das Wasser. Man kann die befüllen mit ein bisschen Wasser und dadurch fliegen die Haare nicht. Man muss dazu sagen, man braucht aber keine Angst zu haben, wenn man die Tiere jetzt kämmt, dass die irgendwie komplett nass sind, sondern wirklich schön. Man zieht durch diese leichten Wassertropfen das Fell eben so an, dass es nicht irgendwo durch die Luft fliegt, ja, also so antistatisch durch das Wasser. Und keines meiner Hunde, muss ich sagen, selbst die kleine Maus mit den 11 Wochen wehren sich dagegen. Das ist nicht komplett weich, das ist schon Silikon, aber es entfernt wirklich sehr softe, wie so ein Massagegefühl, die Haare, ja, das Fell. Dann hier, das haben wir als Raumspray irgendwann benutzt. Ich glaube, das kennt ihr von mir, wenn ich diese Kampustüten auspacke und mir denke so, oh nee, schon wieder Daft Zink. Aber ja. Mein Gott, selbst wenn ich es meiner Mom mit in den Garten gebe für das Klo da, kann man, es ist ja nicht komplett stinkend, aber ich kann es irgendwie nicht mehr riechen. Da ist für mich, riecht nur noch wie Creme, ja. Ich habe so dieses Creme, diesen Cremegeruch über. Und ja, wir haben Multi-Talent Fixing Spray. Mag meine Tochter und zusätzlich muss es immer auch ein bestimmtes Setting Spray sein. Ja? Ganz wichtig. Bio-Kürbiskerne habe ich entleert. Ich bin ja hier so halb der Öko geworden. Natürlich nur bewusster essen. Ich bin gar nicht gesünder als vorher, aber ich versuche bewusster zu essen. Und ob das nur mit Brottrunk oder Apfelessig mal wieder zwischendurch war, das habe ich ja vor 2, 3 Jahren auch routiniert gemacht.
merkt man es einfach, ja. Und mit Kürbiskernöl und Kürbiskerne war wie oder ist wie mein Mitternachtssnack Miranda, stopp, dass ich nicht Chips essen muss, ja. Zum Beispiel, ich liebe es, Kürbiskernöl über Kürbiskerne, ja. Wer es mag. Und dann Meersalz. Ich sag euch, löffeln, natürlich nicht mit der Hand, löffeln und ihr habt das Gefühl, ihr hättet kein Verlangen mehr nach Chips. Und es ist gesund für die Verdauung und oh, mir schmeckt es, ja. So, dann haben wir hier einen Pam-Riegel, der war außergewöhnlich lecker, den werde ich mir mal nochmal aufheben. Das ist ja auch eine Sport-YouTuberin von Pamela Reif. Der Riegel nennt sich Naturally Pam. Clean Protein Bar Peanut Butter. Gab es bei DM, muss ich dazu sagen, war ein Zusatzgeschenk mit dieser App. Immer wenn man einkaufen geht, kriegt man noch ein gratis Produkt noch dazu. Und das war eines. Ich weiß gar nicht, ob die Aktion noch läuft. Seht ihr, ich war schon lange nicht mehr bei DM. Muss ich aber trotzdem bald wieder hin. Und was mir komisch vorkam, die sah schon so ein bisschen angelaufen aus. Die Schokolade, ich habe es trotzdem gegessen, weil es mir geschmeckt hat. Vielleicht muss es auch so sein, ja. Also, solange es schmeckt, kein Problem. Meine Mausi, ich nehme ja sowas gar nicht. 50 plus hat sie genommen. Von Garnier Ambre Soleil. Super UV-Schutz. Dann hat sie hier Acne Dermtinktur. Also, das ist für ihre schlimme Haut im Gesicht. Es ist schon wieder schlimmer geworden. Ich denke auch essensbedingt. Das weiß sie aber auch, sage ich ihr auch. Oder auch eben die Variante hormonell, ja, weil das war eine Phase wirklich alles weg, jetzt kommt so ein bisschen wieder. Finde ich aber auch süß, dass sie mir das reinpackt, weil sie müsste es nicht reinpacken, dass ich hier darüber quatsche, ja. Aber finde ich cool, dass sie das macht, weil sie weiß ja automatisch, dass ich darüber berichte. Und das ist was, was sie anscheinend oder was sie gerne nutzt und muss man bestellen. Das ist eine Lösung gegen Hautunreinheiten, Cleansing Tonic, ja. Aqua, warum ist hier dann auch wieder Alkohol drin? Ich weiß, ihr würdet dann ja sagen, Mensch, Miranda, hab dich nicht so, Alkohol ist überall drin. Aber es hört sich immer so aggressiv an bei, ich weiß nicht, ja. Das, oder soll es die Haut austrocknen? Kann natürlich auch sein. Damit es nicht frisch aufplatzt, ist immer nur so mein Gedankengang, ja. Das ist Acne Derm Tinktur. Ich halte es nochmal rein, falls ihr selber irgendwie nach einer Lösung sucht und lange nichts gefunden habt. Ach, hier hatte ich mir nochmal so ein kleines Pack geholt. Habe wahrscheinlich da nicht gespart. Hätte ich mir mal 20 in einem geholt. Dann haben wir hier... Ich habe immer Angst, dass hier Spinnen drin liegen oder so. Ah, gewachst. Das waren die Wachskügelchen. Das war auch meine Produktpräsentation in diesem Wachserhitzer. Ich mittlerweile Laser und achte mal darauf, ob es wirklich dann wegbleibt. Da muss man durchhalten, ja. Aber das waren hier die Wachskügelchen. Kügelchen, die schmelzen, wie Sugar Waxing, so ungefähr, nur anders. Das habe ich gemocht. Das war ja auch wieder mit Blume, ja. Matcha Grüntee und Kirschblütenduft. Ich habe es mir so gemütlich hier gemacht, ja. Das sieht so schön aus. Ihr seht leider nichts, weil umso weiter weg ich die Kamera stelle, desto weniger seht ihr von den Produkten. Aber es sieht sehr schön aus. War übrigens auch mal ein Geschenk von Patty, glaube ich. Patty, 1000 Knutscher, hier ist sie, siehst du, Richards. Ich habe es aufgehoben. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, war, aber das war von dir. Da habe ich mich doch noch so gefreut über diese Limited-Variante. Och, das sieht, ich liebe es, dieses Gold. Da kannst du immer eine Kerze reinpacken. So, wird aber auch wieder nachgekauft. Das ist ein schöner Duft, den liebe ich von Darf. Zum Beispiel, ja, ich bin kein Darf-Verächter. Extra frisch Mundspray von Procodent. Ja, gehört Giselle. Ich nehme da lieber einen Kaugummi. Ich vertrage so eine Sprayteile nicht. Habe sie aber in meiner Jugend abartig verbraucht, ja. Ingwer Shot. Das sind meine, bis ich festgestellt habe, okay, nimm die Finger weg. Hier sind Konzentrate drin. Bringt also ohne Stadt, aber geschmeckt, ja. Da muss man dann wirklich zu den Shots greifen, die man dann bei Dance, Alnatura oder Rewe kriegt man auch. Oder Kaufland oder was weiß ich. Da kriegt man auch original gepresste. Oder man nimmt sich einfach eine eigene Ingwer. Aber wisst ihr noch, als ich den Ingwer Shot Saft gemacht habe, wo ich dann ewig überlegt habe, warum meine Hände anfangen zu jucken. Oh, das war im Winter, ich Idiot. Da habe ich die ganze Zeit Ingwer geschnitten mit Zitrone und Orange und habe das in den Presser gemacht und hatte doch Monate, also 2-3 Monate bestimmt, hätte ich hier heulen können, hatte ich überall Pusteln von den Zitrusfrüchten, die ganze Arbeit, die ganze Zeit.
Ich hatte keinen Handschuh an, unter den Fingerkuppen. Oh Leute, ey, ich hoffe, das passiert mir jetzt nicht wieder im Winter. Da muss ich echt aufpassen. Es war zweimal schon grenzwertig bei mir, dass ich irgendwas angefasst habe. Und ich dachte, scheiße, vertrage ich mein Acryl nicht mehr an den Fingern, muss ich meine Nägel abmachen. Ich war wirklich so weit, ey, okay, jetzt ist der Tag, wo ich Goodbye sage. Ich vertrage hier nicht mehr Gel oder Acryle. Und dachte, das kann doch nicht sein, das nehme ich doch immer, ja. Und na klar, irgendwann bricht eine Allergie aus. Aber es war von den Zitrusfrüchten, dass ich da stundenlang hantiert habe, wahrscheinlich auch kleine Schnittwunden. Das ist hier alles reingegangen. Oh, ey, passt bloß auf, nehmt euch Handschuhe vorsichtshalber. Reval aufs Knie, ein Contouring Stick oder ein Contouring Stick, so braun und hell. Ja, sieht man nicht, weil es komplett leer. So sieht er aus, scheint sie auch gerne genommen zu haben. Wir sind durch, ihr Lieben. Duschgele oftmals lasse ich mittlerweile weg. Waschmittel, ja, kennt ihr aus meinen anderen. Es hat sich noch nichts geändert. Ich nehme für Weißes immer noch Persil, Ariel oder eben Denk mit. Und Bunt- und Schwarzwäsche, Wäsche bleibt per Woll. Immer noch, ja. Das Schwarze und das lila-rosafarbene, manchmal auch das Blaue, kommt drauf an, ja. Aber da muss ich sagen, bin ich absolut zufrieden, dass die Wäsche wirklich nicht verblassen. Man merkt wirklich einen Unterschied. Und ja, sonst so Kram wie, ach, ich muss ja jetzt hier nicht zeigen, wie viel Toilettenrollen wir verbraucht haben. Ab und zu sollte es eine Neuheit zwischendurch geben, dann werde ich das zeigen, ja. Wenn ich das Gefühl habe, okay, das hatte ich jetzt mal erstmalig oder immer noch als Oldschool-Ding oder Backup. Ansonsten hoffe ich, ihr konntet hier vielleicht mit ein paar Sachen was anfangen. Ich sehe so komisch aus. Hier, guckt mal. Ich habe dieses Ding an. Wisst ihr noch? Wo habe ich denn das damals bestellt? Bei Shein? War es das? Wo das sowieso ein Lappen runterhing? Aber es fällt nicht auf. Also so sieht es eigentlich ganz cool aus. Hey, guckt ja doch meine Seite raus. Jetzt sehe ich das erstmal. Vorhin dachte ich wirklich, dieses Kissen guckt hier raus. Naja, egal, ihr Lieben. Bleibt gesund. Frau Holle sagt Tschüss. Und bis zum nächsten Aufgebraucht, wahrscheinlich dann im Oktober. Ne? Einmal im Monat reicht es. Ich glaube, dann kommt bald wieder die Campus-Tüte. Dann sowieso bestimmt wieder Holz. Und dann auch mal wieder so, was ich zubereite an Essen. Hatte ich auch vor, so ein bisschen euch mitzunehmen. In den Einkauf integriert. Warum, wieso, weshalb. Und ja, je nach Laune. Ne? Tschüss.